Es ist 30 Jahre nach der Wende. Lange galt er als verschollen. Die Rede ist vom E-282, ein Musterstück der DDR. Einer von den wenigen der letzten Baureihe. Tobias Philipp, 30 Jahre, aus Remptendorf, nahe Bad Lobenstein, will ihn wieder zum Leben erwecken. Na dann, Fliege. Ja, ich bin der neue Eigentümer des Feldwechslers E-282. Die Maschine ist 1990 produziert worden im Traktorenwerk Schönebeck. Diese Maschine hier ist das Funktionsmuster 31. Hat eine aufregende Geschichte, die Maschine, wurde wie gesagt in Schönebeck gebaut. Ist dann, wie mir erzählt wurde, aus Quellen in Schönebeck oder besser gesagt umliegenden Orten auch geprobt worden auf Agrarbetrieben. Dann ging sie über irgendeinen Händler nach Frankfurt am Main zu einem Lohnunternehmer. Dann zu einem Privatbauer in der Nähe von Bonn, wo er bis, sag ich mal, vor einigen Jahren seinen Dienst versah, diese Maschine. Durch Zufall, weil wir eh hier Fortschrittmaschinen sammeln, eigentlich hauptsächlich Strohpressen und auch Schwadmeer, ist man in eBay Kleinanzeigen durch einen ganz kuriosen Zufall auf die Maschine aufmerksam geworden. Und weil das ein bisschen, sag ich mal, meine Leidenschaft ist, die Prototypen von Fortschritt zu sammeln, haben wir halt gesagt, wir kaufen den 282. Ja, es ist, der Pflegezustand von der Maschine ist, sag ich mal, eine 04. Er hat starken Rost, weil er relativ nass stand. Es ist einiges zu schweißen. Also er wird restauriert jetzt im Frühjahr, erstmal dazu. Wir fangen erstmal an, dann kommt wieder ein Motor rein, weil die Maschine besitzt keinen Motor, weil nicht der Originale drin war. Den gibt es auch nicht mehr, den 6-Zylinder-Turbo-Motor aus Schönebeck, der war nur für die Maschine produziert worden. Das wird was anderes werden, ich sage jetzt noch nicht welchen Motor, aber es wird was Passendes. Des Weiteren, wie gesagt, werden dann die Blechteile erneuert, ausgeschweißt, gespachtelt, lackiert, Schriftzüge neu, also es wird eine komplette Restauration der Maschine. Und ja, seid gespannt. Nächstes Jahr, sage ich mal, wird es wahrscheinlich noch nichts werden, aber 2022 wird wahrscheinlich auch ein Film, sage ich mal, über den Ernteeinsatz dieser Maschine mit anderen DDR-Maschinen zustande kommen. Danke.
probier's doch mal. Leck mich aber. Immer noch. Immer noch. Wo ist das denn? Gut, Tobias, kannst du?